Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Final Fantasy XIV A Realm Reborn. Ja, hier sind wir wieder, wir sind auf dem Weg zur nächsten Quest quasi, weil wir letztes Mal ja weggegangen sind, weil wir die Post öffnen wollten. Ich sehe gerade, hier ist ein Fate. Wollen wir da mitmischen? Das ist die Aufgabe von dem... Ist das überhaupt ein Fate? Kräfte messen, verbleibende Zeit, ja. Fate-Bereich, alles klar. Was wird hier gefatet? Die sind auf jeden Fall nicht... Kriegen wir den hin? Ich weiß es nicht. Versuch's einfach mal. Meine. Testen wir einfach mal mit Eis. Der hat Leben. Der hat Leben. Fuck. Nee, das lassen wir lieber. Tschö. Das lassen wir lieber. Das Ziel ist aus der Reichweite. Sehr schön. Soll verschwinden. Grausames. Kill. Okay. Ist er noch da? Der ist noch da, verdammt. Oh Mann, verschwinde doch! Ey du, kannst du mir bitte helfen? Bitte? Ja, zusammen packen wir das. Ich tank ihn. Aber tanken ist nicht so gut. So, zusammen schaffen wir das. Ich hab da auch keinen Bock, der Kleine. Okay, wir tanken ihn zusammen. Zusammen schaffen wir das. Bleib doch stehen, du kannst nicht aus der Reichweite rennen. Bleib hier jetzt. Ach, die ist ja wieder unbesiegbar. Ach komm dann. Lass mich in Ruhe hier. So. Haben wir halt endgültig ab. So. Und die sollen überall einmischen. Das ist ein heftiger Gegner. Allein können wir den, glaube ich, noch nicht ganz bezwingen. Okay, sind wir fast abgebogen. Wo sind wir hier? Hä? Hier müsste das doch irgendwo sein. Bin ich blind? Ach, da. Hallo. Oh, hallo. Dankeschuld. Dann möchte ich ein Geschenk zu. Okay. Nice. Ich würde dich gerne um einen Gefallen bitten, falls du gerade Zeit hast. Auf jeden Fall haben wir Zeit. Ich habe mich entschlossen, an meinem zweifelhaften Ruf zu arbeiten und möchte zunächst eine Dankesschuld gegenüber dem Besitzer der Schenke zum Würfel und Becher begreifen. Okay. Zu diesem Zweck habe ich einen stattlichen Kürbis vom Garten der Sultana gekauft. Und besonders begehrtes Produkt, für das ich keine Kosten gescheut habe. Natürlich wollte ich den Kürbis persönlich überreichen, aber die Lieferung von den Nanawa-Mine verspätet sich. Bevor diese eintrifft, kann ich mich nicht von dem Kürbis um den Kürbis kümmern. Wenn du jedoch Gagan beim Garten der Sultana diese Quittung zeigst, kannst du den Kürbis für mich abholen. Und beim Würfel und Becher abliefern. Es tut mir leid, dich mit solch einem zeitaufwendigen Aufgabe zu belästigen. Ich weiß deine Hilfe wirklich wahrlich zu schätzen. Aber gut, für die XP und alles machen wir das, kein Problem. So. Putz. Anscheinend eh nicht weit. Hier schon. Ach, da vorne. Hier ist die Kürbisfarm. Hi. Gagan! Wenn Sisidoa nicht bald auftaucht, wird diese Prachtexemplar schon bald verfaulen. Dafür sind wir da. Hier bitte die Quittung. Übergeben wir. So. Oh, du sollst also dieses Sahnestück abliefern. Ich kann dir versichern, dass jede Gummi über dieses Geschenk äußerst erfreut sein wird. Achtung, Leute, Achtung! Ey. Heustupfen, Kreditkredit in Österreich, kann das sein? Ich glaube ja. Ah, hier ist der Kürbis. Ich hoffe, er wird Roger gefallen. Roger? Okay. Frische Ware ist ziemlich rar gesät in dieser Gegend. Daher ist die Nachfrage gewaltig. Du weißt, wie du zum Würfel und Becher kommst, oder? Durchquere den Tunnel nordöstlich von hier und halte dich dann links. Er sollte nicht schwer zu finden sein. Folge einfach den Leuten vor Ort dort. Okay. Nice. Wir werden schon finden. Das ist ja auf der Karte markiert, von dem her. So. Na dann. So, können wir auch ein bisschen Sprit aktivieren vielleicht. Dankeschön. Ja, geht's noch ein bisschen schneller. Da vorne ist es auch schon. Da vorne ist wieder auch der Fate-Bereich. Ist das der gleiche wie vorher? Ist das der gleiche Fate-Bereich wie vorher?
weiß nicht, ist es der gleiche Feldbereich? Ich glaube, das ist ein anderer, oder? Siehst du voller Vorderhand. Was ist in diesem Feldbereich zu tun? Ja, was ist hier die Aufgabe? Da. Mönch. Kann auch nicht schwer sein, oder? Ja, komm. Kriegen wir hin. Butz! Ja, komm, den kriegen wir leicht hin. Ein kleiner Muluk. Okay, noch ein. Drauf. Der Geschmack des Sieges. Du hast eine Trophäe erhalten. Nice. Nochmal drauf. Butz. Haben wir gleich noch einen? Nein. Weiter rein, oder was? Geht hier noch? Ah, da sind ja noch genug Mulle. Oder Molche. Nein, ich will keinen Schatten, nice. Ich will Dings behalten. Das Lichtfeuer, bitte. So. Nochmal drauf. Putz. Dann hier den noch. Batz. Auch tot. Dann hier den noch. Kriegen wir auch mit einem Schlag normalerweise weg. Batz. Nice. So, hier haben wir gleich noch einen. Sehr schön. Halten wir auch gleich drauf. Bitte. Nein, ich will den Molch. Nein, nicht dich, den Molch. So, drauf. Warum kann ich den hier angreifen? Achso, ich hab zu wenig Dings, ne? Jetzt geht's. Gut. Nice. Nochmal drauf. Nice. Ich hab nicht genug MP, dann machen wir noch einmal Frost. Das wird auch ganz gut funktionieren. Was? Das ist keine Wirkung? So, dann haben wir doch Feuer. Das hat immer eine Wirkung. Ich will noch ein bisschen aufpassen mit dem Leben. Der wird schon ganz knapp hier. Hier noch. Der Muluk ist tot, okay. Was ist mit dir los? Bleib doch hier. Nicht genug MP. Lad doch auf, bitte. Bitte, schneller. Und Butz. Bam. Okay, dann gehen wir auf Eis. Obwohl das vorher nicht wirklich viel gebracht hat. Doch, klingt was. So, dann werden wir mit Eis hier weitermachen. Weil Eis ja auch effektiv ist. Und Eis wesentlich weniger Energie braucht. Okay, könnten wir eigentlich nochmal Feuer einsetzen. Obwohl es eigentlich ziemlich dumm ist, immer zu wechseln. Das ist sehr, sehr dumm eigentlich. Weil man ja den Bonus vom Schatteneis und vom Lichtfeuer verliert dann. Ja, dich machen wir auch down. Keine Sorge, es kommen alle dran. Keine Sorge. Weil der Feldbereich gibt ordentlich XP. Das ist sehr schön. Gut. Ja, komm doch, hier. Wir müssen auch ein bisschen aufpassen mit unserem Leben. Das kann schon ziemlich knapp werden. Also wenn wir sehen, dass mein Leben unter ein Drittel fällt, dann werde ich die Biege machen. Dann können die mich alle hier ausgewichen. Das ist scheiße. Jetzt komm, mach hin hier. Gut. Nice. So. Noch ein Molch? Ja. Gut, drauf. Jetzt hier die ganze Folge den Molch klatschen. Eigentlich wollte ich meine Quest weitermachen, aber was ist los? Das macht so Spaß. Also, ich habe ja gesagt, ich hasse dieses Kampfsystem. Obwohl, eigentlich, bei dem Spiel hast du ja nicht nur dieses Kampfsystem, du hast ja auch diesen ganzen Sammelfaktor und so. Du willst dieses Monster besiegen und so, ja, mach ruhig Flächenschaden. Oh, fuck! Mach bitte keinen Flächenschaden! Nein! Weg hier! Weg hier! Weg hier! Weg hier! Alter, wieso kann ich? Ah! Fuck! Kampf und Nein! Ich Pfosten! Ich Trottel! Nein! Ich drück die falschen Tasten. Typisch Controller-Spieler. Nein! Das erste Mal gestorben in der 11. Folge. Nee, 12. Ach, nein! Oh. Schade. Ich dachte, wir kommen durchs ganze Let's Play. Ohne den Tod. Ah. Jetzt werden die Punkte nicht gelüftet in Fate, oder? Ich hoffe mal nicht. So. Richtig doof. Richtig, richtig, richtig doof. Ah. Nervt mich gerade an. Aber so richtig. Richtig, richtig nervt mich das gerade an. So. Wir sind jetzt hier bei der Nahtkreuzung. Also wie hoch, soweit ich weiß, ne? Jetzt hier aktivieren. So. Wir gleich wieder links nach unten biegen. Dann schnell so Kürbis abliefern. Und nicht bei jedem Fight stehen bleiben am besten. Oder wenigstens die
richtigen Tasten drücken, wenn man wegrennen will. Aber nee, Rayon kann das nicht. Ich bin normal Controller-Spieler. Verzeiht es mir, Leute. Tastatur ist nicht ganz so einfach, wie alle denken. Die ganzen Tastaturenspieler. Oh Mann, das ist doch voll klar, Rayon. Was ist los? Ja, ja. Zentrales Tanalan. Ich finde das schlimm. Ich finde in solchen Spielen wirklich schlimm zu sterben. Ich weiß nicht. Schlimmer wie in anderen. Was soll ich so beispielsweise in Overwatch oder so? Das ist ganz normal, dass man mal ins Gras beißt und so, aber. Hier ist es eigentlich ziemlich doof. Weil man will hier nicht ins Gras beißen. Man weiß, man könnte es schaffen, man könnte mit Strategie spielen, bla bla bla. Aber trotzdem. Ja, ist einfach doof. So. Davon ist wieder ein Fade. Wo haben wir da hin? Ist der gleiche Fade wie vorher? Nee, ich glaube nicht. Egal, ich mache jetzt meine Quest. Hab da keinen Bock drauf, jetzt nochmal zu sterben. Boah, in Zukunft wahrscheinlich weitere Fades machen werden. Hundertprozentig. So, das ist ziemlich weit. Ich dachte, ich habe das nicht so weit in Erinnerung. Wollen wir nochmal sprinten? Warum kann man hier eigentlich nicht dauer sprinten? Das ist eigentlich ein bisschen schade. So, hier vorne sollten wir eigentlich schon da sein. Hier. Nein, bitte nicht Feldbereich. Bitte nicht, ich will keinen Feldbereich. Geh hier rein. Yep. Oh. Roger, hi. Wie wär's mit einem Getränk, Mädel? Bier oder Spirituosen? Du wirst in der ganzen Stadt keine besseren Preise finden. So viel steht mal fest. Ja, ich nehme nachher gern was, aber zuerst haben wir hier was abzugeben. Die Pflicht kommt zuerst. Hier bitte richtig fetter, dicke Kürbis. Kürbis aus dem Garten der Sultana. Bitteschön. Was? Cicidoa hat dich gebeten, mir das hier zu bringen. Ha! Also fühlt sich dieser unleidige Trunkenbold etwas schuldig. Ich nehme an, er will sich dafür bedanken, dass ich seinen betrunkenen Hintern neulich nach Hause geschleppt habe. Aber Grundgütige, ein waschechter Kürbis vom Garten der Sultana. Ich kann es kaum erwarten, was die Küche damit anstellen wird. Ach, die Küche. Die Jungs hier futtern eine ganze Menge Fleisch, was für ihre Gesundheit nicht förderlich sein kann. Da kann ein wenig Gemüse nicht schaden. Danke für deine Hilfe, Mädel. Bitte, bitte. Oh, was ist das hier? Oh, ui! Was? Mummelhörnchensteak? Nice! Bisschen chill. Chill oder gill, ich weiß gar nicht, wie viel. Auftrag abgeschlossen, nice. Erfahrungsstufe gestiegen. Ja, wir sind Stufe 8. Oh, was ist das? Was bringt das genau? Warte mal. Okay. Ja, ist nicht das Allermächtigste, was man haben kann, aber man kann es schon machen, ne? Die Würfel sind gefallen. Nee, komm, wir wollen jetzt hier die Quest weitermachen, oder nicht? Wollen wir noch schnell Fade machen? Ich habe eigentlich Bock mehr auf Quests im Moment. Roger, was gibt's hier? Aushilfskellner. Oh. Saure Eier als Belohnung. Nice. Und ein Alltag. Okay. Nehmen wir an, ja. Weißt du was, Mädel? Wenn du hier eh nur Däumchen drehst. Was ist Däumchen drehen? Ich bin wegen dir hier. Kannst du genauso gut auch was für mich erledigen. Ja, ging dir die Bezahlung gerne. Geh jetzt Kellnern oder was? Es mangelt nicht gerade an zahlender Kundschaft hier im Würfel und Becher. Aber die unglaublich niedrigen Preise, die Leute. Fällt erfolgreich. Oh, nice! Was kriegen wir dafür? Bitte? XP? Gil? Wird nichts angezeigt, okay. Die Leute anziehen, haben zufolge, dass ich nicht viel Aushilfen anheuern kann. Wir sind chronisch unbesetzt. Also unterbesetzt, könnte man sagen. Meine Stammkunden, die faulen Säcke, bequemen sich nicht dazu, ihre verdammten Bestellungen direkt bei mir aufzugeben. Ich würde es sehr zu schätzen wissen, wenn du mir kurz zur Hand gehen könntest. Ja, gern, machen wir. Vermerke einfach ihre Bestellungen auf diesem Zettel hier und bring sie zu mir. Oh, und vergiss nicht, dass. Und vergiss nicht den alten Adalfurns
Oben in die Warte hinter den Würfeln und Becher. Okay, mache ich. Kein Problem. Gut. Dann gehe ich mit den Kunden quatschen. Ich bin die neue Kellnerin, Leute. Wo können wir jetzt erst hin? Nur Reale machen, ne? Oder komm, jetzt kriegst du dem Herrn hier. Rundelf. Roundelf, oder wie man das nennt. Baltal bin ich erschöpft. Gegrillter Dodo und ein Bier zum Runterspülen wäre genau das Richtige. Ein Dodo? Ein Dodo? Nice, gibt's Dodos. Sieht aus, als würde ich meine ganze Kohle schon wieder im Würfel und Becher lassen. Meine Frau, die Götter segnen sie. Kann nicht mal halb so gut kochen wie die Junge hier. Aber sag ihr das lieber nicht. Ich kenne deine Frau gar nicht, also nehmen wir. Kein Problem. Ja, da ist keiner mehr. Da ist noch so ein Dickerchen. So, hier. Bitte. Rickard. Hey du, ich bin hier am Fungern. Bring mir ein Bier, gegrillter Dodo und ein Leib Räuchermausbrot. Oh, was ist ein Räuchermausbrot? Klingt eigenartig. Und das Ganze flott. Da kann man keinen Stress hier, wir haben Zeit. Ich bin neu hier. Bei den Göttern, die Arbeit bringt mich noch um. Ich habe keine Zeit zum Essen diese Tage. Und der bloße Gedanken an die Kochkünste hier lässt mir das Wasser im Mund zusammenlaufen. Schön. Das ist natürlich nett, wenn es dir schmeckt. So, hier machen wir mal raus und rum. So ein Dickerchen hier. Mächtiger Stamm. Brandwein ohne Eis. Nichts zum Nachspülen. Bei den 7 Höhen. Tage wie diese. Okay. Wo ist der 4.? Da oben, oder? War das nicht so? Wo komme ich hier hoch? Ist irgendwo eine Treppe oder eine Leiter oder so? Nee, hier nicht. Bin ich blind? Wo komme ich hier hin? Gar nicht, ist okay. Wo ist der 4. Typ? Nee, das ist was anderes. Das ist Ruder? Ist das auch so ein Typ? Haha, eine neue Arbeitssklavin für Roger. Nun denn, ich mach's dir mal einfach. Ein Krug des besten Bieres, gekühlt mit einer Eisscherbe. Okay. Einfach mal ausspannen und die Schönheit Eusias mit einem Bier in der Hand bewundern. Was gibt's Besseres? Auf jeden Fall nicht so viel. So, das haben wir geschafft. Dann geht's jetzt zurück. Roger blieben. Chef Roger. Roger, wir haben alles abgemacht. Bitteschön. Mach hin jetzt. Fertig. Du hast alle Bestellungen aufgenommen. Na klar doch. Bitteschön. Mal sehen. Bier, Brandwein, gegrillter Dodo. Er war immer fast das gleiche. Nur ein Bier und sonst nichts. Und du solltest Adolfus mal einen ordentlichen Tritt verpassen. Und so einer ist hier Stammkunde. Na, wie auch immer. Danke, Mädel. Ich habe zur Belohnung ein paar Informationen für dich, die dich interessant finden dürftest. Oh, nice. Achso, ich muss aussuchen. Saure Eier oder... Okay, was machen die sauren Eier? Okay, macht ein bisschen Bonus für die ganzen, für das ganze Zeug. Was macht das? Währung des antiken... bringt mir das irgendwo was? Ich hebe die sauren Eier. Ich weiß nicht. Ich hebe die sauren Eier. Einfach mal so. So, Auftrag abgeschlossen. Der hat doch gleich noch einen Auftrag für uns. Nett. Aber Leute, diesen Auftrag werden wir in der nächsten Folge annehmen. Schaut mal heute in der Folge Minecraft Story Mode vorbei, das sage ich ja fast immer. Geht auf jeden Fall eine Bewertung, aber ich will ja wissen, ob es euch gefällt oder nicht. Ja, das ist ziemlich wichtig, eine Bewertung. Immer eine Bewertung abgeben, ziemlich wichtig. Dann bleibt mir nur zu sagen, Rayon sagt ciao, macht's gut und bis zum nächsten Mal, Leute, wenn es heißt Final Fantasy 14 A Realm Reborn.